Oh je, oh je. Oh, hey, Mr. Mrs.? Was zum Teufel ist was jetzt? Was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Was ist denn jetzt los? Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Was? Oh, echt jetzt? Hören Sie, wegen der Miete, ich... Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit. Ich will nicht mehr. Oh, ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kirchengang runterkommen siehst. Irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. Mrs. Marconi. Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Klar, sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um, was? Oh ja. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Mann, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally in mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich seitwärts. Naja, was? Ich muss unbedingt mit Matt reden und alles klarstellen. Okay. Da klebt der Handschuh, the fuck. Ich komm nicht ran. Mit den Handschuhen. Ja. Das geil. Ding sollte ich mir patentieren lassen. Ist echt cool. Geil. Da haben wir einen Handschuh. Was auch immer ich damit machen werde. Ich versuche ja immer dem Gespräch mit... Heilige. Ja, wir bauen den Psychiater nochmal. Ich liebe diesen Humor. Der jetzt hier ist und sich besäuft, oder? Es ist noch ziemlich früh. Die Bar ist noch zu. Nein. Guck mal, wer da ist. Ein Kind. Hallo, Großer. Da hast du aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Ah, ich will deinen Scheißballon nicht. Oh, ich will deinen Scheißballon nicht. Ah, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Mir geht gleich die Geduld aus. Mir geht gleich die Geduld aus. Du willst es wohl auf die harte Tour. Du willst es wohl auf die harte Tour. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Du bist doof. Ich geb dir mal einen Tipp. Du solltest nicht wahllos Leute beleidigen. Du bist hässlich. Besonders, wenn deiner Mama dir nicht helfen kann. Du bist hässlich und doof. Wenn du es sagst, Kleiner, ich hab dich aber gewarnt.
Soll das eine Drohung sein, Arschgesicht? Nur eine Warnung. Für mich klang's wie eine Drohung. Entschuldige dich. Sag Entschuldigung. Oh, der hat die Scheißpistole. Autsch, okay, tut mir leid. Schon besser, du Lutscher. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken, bevor ich mir bei dir was weghole. Hey, morgen! Du ich töte dich, Survival! Willst du einen Luftballon? Klar, sind die umsonst? Sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat? Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt, aber eines schicksalhaften. Also was Schönes habe ich gehört? Wurde ich verflucht und seitdem. Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte ein Hotdog mit allem bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach, ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also. Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlegen. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg ich hab dir. Kein Geld. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Ist das eine Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Was weiß ich. Du bist der Fachmann. Eben. Ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so eine quietsche Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Bist du sicher? So sicher, wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach komm schon, lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhaliere doch kein Helium, nur dass du dich amüsieren kannst. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Bitte. Nein. Ganz lieb, bitte. Ich sagte nein. Über Ober, bitte. Ernsthaft? Über Ober, super, bitte. Treib's nicht zu weit. Ich brauch den echt. Soll ich dir sagen, was ich brauche? Aber ich brauch's ganz dringend. Ich brauch den wirklich ganz bitte, dringend. Bitte. Das ist mir ziemlich schnuppe. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Das kenn ich irgendwoher. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Dann nehm ich den Tod. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Oh, das ist aber dumm jetzt, Randall. Das will er Wenn doch. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Na dann, gebongt. Ich werde dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Ich werde bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde. Du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bis du das Zeug endlich nimmst, oder? Du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja, nun ja. Na dann. Yippie-ki-yay, Doofmann. Stark, Alter. Und ich glaube, der Rotznase hat's auch gefallen. Tja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht nochmal. Au. Gleich, Chloe. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Tja, nachdem meine Gastro-Lizenz einkassiert wurde, diese Stimme, ja, hab ich erstmal intensiv recherchiert. Und nach langem Hin und Her. Komm zur Sache. Wollte nicht deine Lebensgeschichte hören. Okay. Siehst du den Hosenscheißer da drüben? Schwer zu übersehen, das Riesenbaby. Tja, der steht unheimlich auf Luftballons und hat immer Kohle. Ich muss nur in seiner Nähe bleiben und kann mir die Uni für meine Kinder leisten.
Was macht er mit den Ballons? Frisst er die? Nicht ganz. Verstehe. Beziehungsweise ganz und gar nicht. Bist du blind oder was? Ich glaube, das ganze Helium schlägt dir aufs Gehirn. Wie bitte? Ja, nichts. Ich hab's eilig. Bis dann. Junge, dann lass die Finger von dem Ventil. Das Heliumventil. Du willst, dass ich damit rede? Okay. Ich glaube, einer... Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Ich krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Ich habe hier noch... Das mache ich lieber nicht. Dann schon lieber mit Leuten reden. Scheint abgeschlossen. Jetzt nicht. Ich werde den Nachbarn einfach keine... Das ist keine gute Idee. Die Klingel. Hast du sowas noch... Den lasse ich lieber in Ruhe. Okay, wie komme ich jetzt in seine Tür rein? Klingeln will er nicht, klopfen will er auch nicht. Hallo Ventil. Es wird immer weirder, das Spiel. Schrecklich, ey. Sieht aus, als hätte Mel alle Dosen ausgetrunken, bevor sie hochgehen konnten. Das macht definitiv keinen Sinn. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Mel? Hallo? Reden Sie? Seit wann reden Sie? Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Ja, das muss es sein. Oder? Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber warum willst du dich umbringen? Das ist dein Ernst. Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Oh nein. Ja, ich brauche eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Habe ich etwa alle getrunken? Okay, das bringt mich sicher um. Aber ich bin so high, das ist mir scheißegal. Ich glaube, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich. Aha. Okay, kann ich dann hier so Sachen mitnehmen einfach? Oder? Das kann ich nicht rumtragen. Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde ja gern rumlaufen, ein paar Geister auf. Das konnte ich noch nie besorgen. Ach, keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will ihn eine Weile so in Erinnerung behalten. Außerdem habe ich jetzt keine Zeit, Pakete auszuliefern. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft jagt.
ihr euch. Oh. Hier waren wir noch nicht. Hey, was geht, Charlie? Siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Stecker ziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Oh Gott. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen. Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh, Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Oh, was für ein Schwein. Ich bin versichert. Der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, Kopf hoch, Kumpel. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Hast du Matt heute schon gesehen? Nö, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, Scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich, das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na klasse, dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Wow, close, ey. Du hast wohl zu tun. Bis später. Oh Gott. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Kannst mir schon glauben, ich bin kein Kopf. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Na, nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Habt ihr so einen komischen Typen mit Brille und einem grünen Shirt rumlaufen sehen? Nee, da klingelt's nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass mich Typen einen Scheiß interessieren. Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Tja, eigentlich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Meine Gesundheit ist mir egal. Also was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann, Geschäfte. Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja und? Na nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Ärsche. Oh. Slugans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Ja, zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red Masken. Echt? Wo habt ihr die denn her? Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, huh? Tja, noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So
So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges Scheiß-Captain-Red-Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter Captain Red, Mann! Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so ein Scheißteil haben wollen. Wenn du meinst? Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Tja, ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Ja. Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, ist ja gut. Dein Kumpel? Der kleine Scheiß? Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas. Siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise, versteht sich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Wir respektieren uns gegenseitig. Das ist das Geheimnis, Mann. Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Tja, ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher. Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Die muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Okay. Man sieht sich kommen. Ja. Yeah, das ist der richtige Sound. Dreh den Scheiß auf! Das klingt vielleicht eklig, aber eine Zigarette ist eine Zigarette. Hab schon viel Schlimmeres geraucht. Ich weiß, was du denkst. Du glaubst, wir schulden dir jetzt einen Gefallen. Aber wir sind hier nicht irgendwelche schwanzamputierten Pussys, Mann. Wir schulden dir gar nichts. Ich hatte gehofft, ich könnte wenigstens eine von den Captain Red-Masken abstauben. Wenn du eine haben willst, musst du dafür betteln. Tja, was schwebt dir denn vor? Mal sehen. Ein Tanzwettbewerb. Du und ich, gegeneinander. Was? Aber sicher traust du dich nicht an jemand von meinem Kaliber ran. Okay, gebongt. Also, kannst du rappen? Zeig, was du drauf hast. Ich meine Double Rhymes und so, Alter. Was? Double was? Was? Steh nicht rum und glotz wie so eine verfickte Crackhure. Mach's Maul auf und friss mein Horn. What the fuck? Ich bin Gummi, du bist Kleber? Mach deinen Move, Homeboy, oder geh auf die Knie, egal wie. Friss mein Horn oder du gewinnst nie. Wenn du so weitermachst, kriegen wir keine FSK 12 mehr. Ich bin wie Gewürze, wie Pfeffer und Salz. Ich ramm dir jetzt gleich meinen Schwanz in den Hals. Gleich da drüben gibt's einen guten Psychiater. Mit dem solltest du mal reden. Hör zu, mein Homie, dein letzter Test. Geh auf die Knie, ich besorg dir den Rest. Deine Mutter geht auf die Knie. Wow, 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 wow! Das ist echt unter der Gürtellinie, Alter. Was? Mütter sind No-Go-Area, Mann. Du kannst nicht einfach die Mütter anderer Söhne beleidigen. Ist nicht cool, Mann. Mann, ich dachte doch nur... Ist mir egal, was du dachtest. Was ist nur los mit dir? Leute sind schon für weniger umgelegt worden, weißt du? Hör mal, mir sind keine fetten Reime eingefallen, also dachte ich halt an deine Mutter. Ey, lass das. Jetzt wiederholst du es auch noch. Meine Mutter war eine Scheißheilige, klar? Okay, klar. Ich glaub's echt nicht. Ich versuch dir das zu verklickern und du tust so, als wäre gar nichts gewesen. Mütter sind unantastbar. Scheiße. Das geht echt nicht, Alter. Aber ich wollte doch nur... mitspielen. Hier, nimm deine Scheißmaske und verpiss dich.
Und ich will deinen verdammten Arsch hier nicht mehr sehen, du Schwanzlutscher. Okay. Ist wohl das Beste. Ich nehme denen nicht ihr einziges Vergnügen weg. Alter, so eine. Wow. Du gehst mich sicher hier rein, aber ich muss erstmal mehr. Scheiß, okay, dann weiß ich schon mal, wie ich da dann reinkomme. Eieieiei. Immer noch nicht offen. Es ist noch ziemlich. Warte mal, da war doch noch eine Gasse, kann ich... Nee, da kann ich nicht mehr rein, okay. Lieber nicht. Ich hab die Maske schon. So. Komm ich jetzt in Mads Wohnung rein? Krieg sie nicht auf. Die ist abgeschlossen. Ich muss da rein, bevor es zu spät ist. Blöd. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Die Karte ist kaputt gegangen. Muss wohl anders hier reinkommen. Matt? Matt, bist du da? Hey, was soll das Geschrei? Wenn Sie nach Matt suchen, da sind Sie leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der ist vor 5 Minuten weg. Der war völlig hinüber und meinte, er geht in die Bar weitersaufen. Dem ist nicht mehr zu helfen. Man soll Leute nicht an ihren Taten messen. An was denn dann? Naja, an ihrem Aussehen vielleicht. Was glaubst du denn? Hallo? Mann, jetzt würde ich sogar Eintritt bezahlen. Wenn du anfangen willst, hier Scherze zu treiben, dafür bin ich nicht in Stimmung. Oh, schlechten Tag gehabt? Kann ich was für dich tun? Was meinst du, ein kleines Tänzchen? Nein, Randall, ich will kein kleines Tänzchen. Kann man nicht mal mit seiner Lieblingsbedienung tanzen? Übrigens, du siehst heute echt ultra scharf aus. Lass es, Randall! Oh, und hör auf, so zu sabbern. Ich bin es so leid, deine Körperflüssigkeiten aufzuwischen. Aber echt. Entschuldigung, ich... War nur ein Witz, Blödmann. Wow, Momo hat sie auch. Jackpot. Wie wär's denn mal mit einem Date? Jetzt will er sie, Alter. Das ist so oberflächliches Arschloch eigentlich, ne? Ist er so witzig und so vorkommt wie du? Ja, könnte man so sagen. Wie ist er denn so? Ich bin echt gespannt. Tja, du schaust ihm geradewegs ins Gesicht. Du und ich. Ein Date? Klar, warum nicht? Du und ich. Wir beide? Klar, wird sicher lustig. Lustig? Ich müsste so oft duschen wie Meryl Streep in Silkwood, damit ich den Randall-Gestank wieder loswerde. Oh, sie ist aber jetzt auch, hey, sie ist aber auch widerlich echt geworden. Unter der Gürtellinie. Tut mir leid. Verzeihung. Du hast doch gerade gesagt, dass ich nett und lustig bin. Ach komm schon, Randall. Hast du schon mal was von Sarkasmus gehört? Du und ich zusammen? Bullshit. Du findest mich hässlich, stimmt's? Nein, das ist es nicht. Am Anfang dachte ich, du wärst eigentlich ganz niedlich.
Aber als ich dann einen Blick in deine finstere Seele getan habe... Wie bitte? Na komm schon. Du bist Abfall. Das weißt du auch. Okay, du bist schlimmer als Abfall. Du bist wie radioaktive Schlacke. In deiner Nähe zu sein, könnte einen umbringen. Hey, was ist dein Problem, Elaine? Was ist deins, Randy? Ich weiß von dir und Sally. Dein bester Freund ist am Boden zerstört und trotzdem versuchst du, mich hier anzumachen? Ich würde dir ans Gesicht spucken, aber mir bleibt echt die Spucke weg. Okay, ich kann verstehen, warum sie jetzt so ist gerade. Ich kenne Sally schon sehr lange und ich habe keine Ahnung, wie du sie rumgekriegt hast. Aber eines sollte dir klar sein. Du ruinierst Leuten das Leben. Ich weiß. Ich verstehe, warum sie jetzt gerade so ist. Ich will's ja eben wieder gerade biegen. Tja, da bist du ziemlich scheiße drin. Hast du Matt irgendwo gesehen? Leider habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich doch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ja, immer die alte Leier. Das ist alles? Dein bester Freund hasst dich und mehr fällt dir dazu nicht ein? Versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, okay. Zurück zu Matt. Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt, bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Metzgewürge immer noch. Okay, also, wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Elaine. Also echt, echt Randall super. Ist gut, ihr jetzt oberflächlicher Kackhaufen. Ja, schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür. Ich meine, naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komme später nochmal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten. Alter, ey. Ich muss mal dringend auf Toilette. Schon seit einer Stunde oder so, aber... Schon seit mit dem Obdachlosen, wo der da geschwebt hat, muss ich eigentlich schon auf Toilette, aber es war dann so spannend. Oh, ich gehe wieder, Alter. Spinnst du? Ist ja eklig. Oh. Das ist ja wohl das Widerwärtigste, was jemals von mir verlangt wurde. Da scheint irgendwas unter der dicken Schicht Kotze zu sein, die sicher von Matt stammt. Aber was ist das? Okay, das ist gerade so ein Punkt, der ist für mich nicht sehr geil. Was so Thema Kotze angeht, bin ich sehr empfindlich. Da ist bei mir vorbei. Oh, das hier wird mich für immer verändern. Oh. Guck einfach nicht, sonst muss ich würgen. Oh, das Geräusch alleine ist schon... Okay, warte mal. Sieh mal einer an. Matt ist also zu Dr. Johnson. Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Wozu denn das? Trinkgut aus dem Klo? Ja, ja, ja.